Ramsay will Backpfeifen verteilen. Am nächsten Warum erzählt Morgen. Diese Katharina Jordan so einen Mist? Entweder sie will sich unglaublich wichtig machen oder... Wo ist denn eigentlich meine Handtasche? Das Jetzt kann ist doch die echt auch nicht noch sein. Weg. Hier verschwinden ja mehr Sachen als im Bermuda-Dreieck. Bermuda? Bermuda. Also keiner reinmarschieren und meine Handtasche klauen. Andererseits, irgendjemand war gestern in meiner Kabine. Und vielleicht hat diese Katharina Jordan auch einen sehr guten Grund dafür, dass sie so sinnlose Geschichten über meinen angeblichen Unfall erzählt. Aber warum sollte sie in meine Kabine einbrechen und meine Handtasche klauen? Und da war ja auch noch diese männliche Stimme. Kabinenkobolde. Ich werde sie mal auf meine dezente Art danach Männer. Fragen. Vielleicht gibt's ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber bevor ich mich bei Frau Jordan blamiere, sollte ich auf jeden Fall erst beim Portier nachfragen. Ja, also ich kann dir ein wunderschönes Beispiel für Superwriting. Ja. Diese ganze Geschichte mit dem Schnitzeljagd führt dann darauf, du warst da, bis wo wir herausgefunden haben, dass wir zum Krankenzimmer genau. gehen müssen. Dann gehe ich ins Krankenzimmer rein, dann steht da so ein kleiner Junge, der sagt so, oh, das war ein tolles Spiel. Und sie sagt dann so, was? Der Junge so, ja, ja, ich habe nur mit dir gespielt. Dein Koffer war die ganze Zeit hier. Ich habe sonst nichts gemacht. I don't know. Ich brauchte irgendeinen Grund, hier ein Rätsel einzubauen. Ich habe mir von Anfang oh, an gedacht, Scheiß, dass das schon als erstes Rätsel in dem Spiel ein bisschen lame ist, dass jemand deinen Koffer entführt und dich dann auf so eine Schnitzeljagd Und vor allem hat es dann... Naja. Also es hatte nichts mit nichts zu noch, tun. Okay. Es wird aufgelöst, dass irgendein random Kid mein Zeug geklaut. Also, ich habe mir nämlich, während ich die Wäsche unten geholt habe, habe ich mir gedacht, das ist schon ein ziemlich lames und seltsames Rätsel für den Anfang von dem Spiel. Aber ich dachte mir, vielleicht führt es jetzt zu irgendeinem großen Twist. Vielleicht ist der Kofferführer wenigstens irgendwie, ne? Aber nein. Es ist nur irgend so ein Kind. Irgend so ein Kind, was dann gegangen ist wieder. Weil sie gesagt hat, mach das nicht nochmal. Und dann hat das Kind und jetzt gesagt, husch, husch okay. Sie hat wirklich gesagt, und husch, husch ins Bett. Was? Na gut. Naja, und dann gehe ich zu meiner Kabine zurück und höre eine Männerstimme, ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt hat, die irgendwas gesagt hat, und dann geht die Tür auf und mir gegen den Kopf und dann wäre ich bewusstlos. Und dann wache ich wieder auf in der Krankenstation, wo der Krankenpfleger sagte, ach ja, Sie sind schon ein dummes Frauchen, dass Sie mit Ihrem Kopf gegen die Wand, gegen eine Tür laufen. Und dann sage ich, was, wer sagt denn das? Und dann sagt er zu mir, ja, da ist die Frau Jordan oben beim Captain und die hat gesagt, Sie sind gegen eine Tür gelaufen. Und auf einmal wird Nina mega pissig und sagt, ja, der werde ich ja mal was hier. Mhm. Und dann wirklich schon so, der schaller ich gleich eine in die Richtung. Mhm. Und ja, und dann gehe ich dahin zu diesem Gespräch und dann sagt der Captain, na, aber so verhalten wir uns hier nicht. Sie gehen jetzt beide ins Bett. Ohne Abendessen. Ja, genau. Also, das ist schon echt schlechtes Writing. Es tut mir leid, aber das ist unterirdisch. So schlecht war es im ersten Teil nicht. Naja. Ich meine, ich also zumindest jetzt von der ganzen Motivation her und was so passiert ist, ist das ein bisschen lame. Aber warten wir mal ab, wie sich das noch entwickelt. Vielleicht wussten, ne, es kann ja sein, dass das Spiel schon im Großen und Ganzen fertig war und dann ist ihnen aufgefallen, das ist zu kurz. Dann haben sie gesagt, na, machen wir noch ein neues Intro irgendwie. Strecken wir noch irgendwas mit Kreuzfahrt. Jetzt ist das Problem, es ist wieder sowas, ich weiß nicht, soll ich die Sachen hier alle nochmal anklicken? Vielleicht vorsichtshalber, oder? Zumindest unseren Koffer. Ich hatte eine Hängematte befürchtet. Okay, das hat sie gesagt schon. Ein Bild von... Das hatte sie auch gesagt. Das hatte sie auch gesagt. Diese hässlichen Gardinen. Lässt sich nicht öffnen. Ja, okay. Ich glaube, da hat sie alles soweit schon gesagt. Dann gehe ich mal zum Koffer. Ja. Weil der ist neu. Eben. Endlich habe ich meinen Koffer wieder. Und die sind Handtasche zwar keine allzu weg. Persönlichen Sachen drin, wäre aber trotzdem sehr ärgerlich gewesen. Naja. Gallisch. Mal sehen, was für halbwegs brauchbare Klamotten ich da drin noch entdecken kann. Den Bikini werde ich auf jeden Fall mal zurück in den Koffer legen. Den Bikini haben wir auch für nichts gebraucht. Ja. Das war wahrscheinlich nur so, dass die Entwickler gesagt haben, Bikini. Ja, genau. Wahrscheinlich eher sowas. Also wahrscheinlich wirklich. Ja. Ach Gott. So. Brüste. Ja, genau. Bademantel. Flauschig. Socken. Mein Hausschuhersatz. Nicht sonderlich hübsch, aber ich mag sie.
schön weich und flauschig. Also Leute, die ohne Hausschuhe durch die Wohnung laufen. Ich laufe ohne Hausschuhe durch die Wohnung. Ja, eben. Max fand, dass mir Baseballmützen nicht stehen. Vielleicht mag ich sie deswegen so gern. Ach, ich sehe da Sexual Tension on the horizon. Ich sehe, dass sie die gleichen Klamotten am nächsten Tag wieder trägt. Ja, das stimmt. Ah, okay. Ja, aber sie war ja auch auf der Krankenstation. Ja. Na dann. Ich weiß nicht, ob da eine Nacht vergangen ist. Also ich weiß nicht, ob sie morgens aufgewacht ist und der Captain nur gesagt hat, sie gehen jetzt mal eine Stunde in ihre Kabine und stellen sich in die Ecke und denken drüber nach, was sie gerade getan haben. Aber es war vorher Nacht und jetzt ist es Tag. Ja, ja, aber sie ist ja bewusstlos gewesen zwischendurch mal. Ja, macht schon nichts. Trotzdem ist mindestens eine Nacht vergangen. Ja, aber da war sie ja eventuell auf der Krankenstation. Da hat man halt kleine Klamotten. Da hatte sie ja nur den Bikini. Soll sie den nur anziehen? Ach, vergessen wir es. Okay. Einverstanden. So, wir sollten zum Portier. Gut, dass wir das geklärt Gut, haben. Gut, dass wir darüber geredet haben. Okay. Chef Guten Morgen. Ich weiß, das hört sich etwas seltsam an, aber ich vermisse jetzt auch noch meine Handtasche. Schönen guten Morgen. Wo haben Sie sie denn zuletzt gesehen? Ich behalte meinen Verdacht gegen Katharina Jordan besser erstmal für mich. Haltloser Verdacht. In meiner Kabine. Und jetzt ist sie nicht mehr da? Merkwürdig. Aber ich werde mich sofort darum kümmern. Ihren Koffer habe ich übrigens bereits in Ihre Kabine gebracht. Sie hält. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Aber was haben Sie eigentlich mit dem anderen Koffer gemacht? Dem von William Patterson? Ich? Nichts? Haben Sie ihn denn nicht wieder abgeholt? Nein, denn der Koffer war nicht mehr da. Seltsam. Ich werde jedenfalls die Suche nach Ihrer Handtasche sofort in die Wege leiten. Enthielt sie etwas Wertvolles? Geld, Ausweis, Führerschein und einige sehr persönliche Dinge. Von dem üblichen Kram wie Schminkzeug mal abgesehen, alles Sachen, ohne die ich ziemlich aufgeschmissen bin. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alles unternehmen, damit Sie Ihre Handtasche so schnell wie möglich zurückbekommen. Dankeschön. Na, da bin ich aber froh. Entschuldigen Sie mich bitte. Fassen wir zusammen. Jemand war in meiner Kabine. Ich wurde niedergeschlagen und man hat sowohl meine Handtasche als auch den Koffer von diesem verunglückten Typen geklaut. Stellt sich die Frage, warum? Und welche Rolle spielt Katharina Jordan mit ihren Lügengeschichten? Die Schlampe. Katharina Jordan! Die geht gleich über den Jordan, wenn die so weitermacht, die Katharina. So, ich gehe mal ins Restaurant, weil da waren wir noch nicht. Okay. Die Synchronstimme von dem Typen... Was läuft denn da? Ist das nicht dieser Typ, der schon seit Wochen durch die Medien geistert? Sieht wie ein böser Diktator aus. Hört die Worte des Propheten Sandona! Der große Tag des Herrn ist nah! Dieser Tag wird ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst! Ein Tag des Wetters und des Ungestüms. Ein Tag des Wetters? Und des Ungestüms. So sagt es der Prophet und so sag ich es euch. Gottes Zorn wird all jene treffen, die unrein in Körper und Geist sind. Und er wird keine Gnade walten lassen, sie endgültig zu zerschmettern. Doch für all jene, die reinen Herzens sind, für all jene, die sich Puritas Cordis nennen, ist der Tag der Errettung nahe, denn sie werden nicht von der Welle des Umbruchs hinfortgerissen. All jene, die unserer Gemeinschaft Puritas Cordis angehören, werden auf dieser Welle einer neuen Zukunft entgegengetragen, in eine neue Weltordnung, ein neues Reich Gottes! Lobet den Herrn, preiset Puritas Cordis! Ja, ja, ist gut jetzt. Ich mach den Mist mal aus. Aber echt, die einzig wahre Religion ist die Tentakelreligion. Aber ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn so jemand eine Plattform kriegt in den Medien. Jojo. Was ist denn das für eine Gestalt?
Und wie seltsam veranlagt muss man sein, um so einer Sekte wie Puritas Cordis beizutreten? Denn seht, die Apokalypse ist nah und all jene werden im ewigen Höllenfeuer braten, die nicht sofort ihr gesamtes Geld auf unsere Schweizer Bankkonten überweisen. Ich sehe sie da schon. Ach, oh, sowas regt mich echt auf. Mhm. Welcher Entwickler hat denn da sein Foto reingeschlichen in die Szene? Ja. Müssen wir gleich mal gucken. Kann man sogar anklicken. Ah ja. Das Foto eines kleinen Seriendarstellers, der wohl irgendwann mal mit diesem Schiff gefahren ist. Ach so. Ich frag mich ja, ob alle Fotos von denen irgendwie so Fotos sind von den Entwicklern. Das würde ich lustig finden. Vielleicht. Hier hatten sie keinen mehr. Offensichtlich gibt es nur vier. Ja, ja. Oder da fehlt on purpose irgendwas. Weil das kann ich sogar anklicken. Ein leerer Rahmen. Entweder hing hier mal ein Bild oder es soll noch eins rein. Ah. Das sieht irgendwie, ach, so ein geiles Buffet. Ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich eins vermisse in dieser Corona-Krise, dann ist es vom Buffet essen. Das stimmt. Das ist wirklich, ach. So ein Buffet wäre schon mal wieder cool. Ja. Der Fernseher ist aus und das kann auch gern so bleiben. Da sieht man, wo unsere Prioritäten liegen. Okay, eine Blumenvase mit Rosen. Bling, die nehmen wir einfach mit. Ich habe vergessen zuerst auf das... Oh, Rosen zu. Und ein Flaschenöffner. Ein einfacher Flaschenöffner. Nicht besonders formschön. Den nehmen wir auch mit. So, jetzt überlege ich mal. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, anscheinend nicht. Oder? Nee. Okay. Aber ich hoffe, das Spiel nimmt jetzt schon langsam mal Fahrt auf, ey. Ah. Also diese Passage auf dem Schiff ist schon irgendwie ein bisschen lame, ja, oder? Ja, die ist vor allem so komisch gemacht und so zerstückelt. Und das, also dieser Part mit diesem Kind, was da sagt, haha, was? Tja, warum macht man ja. das? So was gab es im ersten wirklich nicht. Das war ziemlich straightforward hier. Vater entführt und seltsamer Detektiv und seltsamer Museumswächter und alles mysteriös. Man muss sagen, auch der erste Teil hatte solche Sachen wie, ich kleb einfach mal das Handy auf die Katze. Ja, ja gut, aber wenigstens hat das ein bisschen mehr so, ne? Hans Dampf, danke fürs Followen. Hans Dampf? Ja. Okay, cool. Cooler Name. Nicht zu verwechseln mit Hans Gruber. Ah, das stimmt. Na gut, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt gerade machen sollen. Oh, Tentakeln. Das sah gerade cool aus, wie das über den Bildschirm geflogen ist. Gerade so im schwarzen Bildschirm, perfektes Timing. Ich gehe jetzt mal raus und gehe auf die, vielleicht kann man jetzt zu den anderen Decks gehen. Aha, der spielt in der Animal Crossing. Der spielt in der Animal Crossing im Livestream. Den Cluedo wieder. So. Ins Bett müssen aber Animal Crossing spielen. So. Ich muss echt meine Kürbisse ernten. Ja, du bist aber auch echt. Ja, es ist schon wieder Mitte fast. Naja, gut, aber ich habe schon wieder so viel. Es ist Halloween-Event. Ja, du verpasst so viel. Ah. Das machen wir heute Nacht im Bett. Animal Crossing. Das müsste Kabine spielen. Nummer 5 sein. Okay. Ah, das ist Kabine Nummer 5. Gut, da sieht man nichts. Ausgezeichnet. Kabine 5 ist ziemlich lame. Können wir irgendwo notieren. Kabine 5, lame. Aber gut zu wissen, da unten kommt man in die anderen Kabinen rein, offensichtlich. Es ist erst 21 Uhr. Mhm. Es ist noch so viel Spielzeit vor uns. Ja, das Spiel ist so zäh aktuell, ey. Jetzt ja, ganz ehrlich. Mal das Gas ist, hier, Tunguska. Ja, wirklich. Wo ist denn der Mystery-Faktor? Wo ist denn das? Wo bleiben wo die sind Leute, die komischen kaputten Aliens sind? Ey, die sieht genauso aus wie Kabine Nummer 5. Lame. Ja. Wirklich, der erste hatte von Anfang an so einen Mystery-Charme. Finde ich auch, ja. Der erste und war hier irgendwie so. Fährt man jetzt halt eine Viertelstunde auf dem Schiff rum. Ja. Das Einzige, was wir bis jetzt gesehen haben, sind irgendwelche Sam Fishers, inkompetente Geheimagenten. Ja, das Einzige, was ist, dass sie sagt, oh, der Max, wir haben uns getrennt und ja, und ich will ihn ja gar nicht mehr. Und was sagt eigentlich diese Bitch drüber, dass ich mit meinem Kopf gegen die Tür gelaufen bin? Ich verdächtige den Krankenpfleger. Ha. Oder Arzt oder was auch immer. Ich verdächtige das Kind. Und den Captain.
Ich habe mir schon gedacht, weil sie hat zu dem Kind gesagt, ja, warum machst du das? Ich habe schon gedacht, ein psychopathischer Mörder rennt hier rum. Und ich dachte mir, das weißt du nicht. Das weiß man nicht. Auch das, Kinder können Psychopathen sein. Ja, das sein. Weißt du nicht. Na, Chefkoch so. Vielleicht. Aber ich denke mir mal, diesen komischen creepy Kerl am Anfang mit dem roten Unterhosen und der Glatze, den haben sie auch nicht zum Spaß da eingebaut. Das stimmt. Okay, hier kann man anscheinend... Was ist denn das? Ja, das sieht komisch aus. Das sieht so aus, als würde es nicht reingehören in diese Szene irgendwie. Definitiv nicht so aus, als würde es da rein. Und ich wüsste auch überhaupt nicht, was das sein soll. Die Luft, die da rauskommt, ist ganz schön heiß. Ganz schön heiß. Da trocknen wir jetzt die Blumen drüber. Nee. Schade. Warum haben wir eigentlich Socken und einen Bademantel? Hallo. Kann ich was für Sie tun? Das ist der Captain. Captain. Der sieht auf dem Bild in deiner Kabine echt anders aus. Das ist, vielleicht ist es schon ein sehr altes Bild. Ich störe ja nur ungern, aber meine Handtasche ist weg. Hören Sie, gute Frau. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um das Schiff kümmern. Wenden Sie sich doch bitte an den Portier. Der ist für solche Dinge zuständig und kann Ihnen bestimmt behilflich sein. Ja, ich dachte nur... Entschuldigen Sie mich bitte. Unser derzeitiger Aufenthaltsort erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Eine angenehme Fahrt noch. Der spricht auch so ein bisschen mit ihr, so im Sinne von, bist du dumm? Ja. Ich überlasse Sie jetzt besser wieder Ihrer Arbeit. Ich glaube, ein Captain macht tatsächlich, während das Schiff fährt, nicht so viel auf dem Schiff. Ich weiß nicht. Ich meine, das Schiff fährt doch einfach allein. Ja, und selbst wenn, hat man ja einen Steuermann und sowas, ja, ne? Ja, eben. Aber ich glaube, der Captain ist eigentlich nur da, um zu repräsentieren. Vielleicht. Um mit alten anderen Damen-Bingo zu spielen. Am Captainstisch zu dinieren. Ja. Okay, na gut. Und Verbrechen zu lösen. Und Verbrechen zu lösen. Ich weiß nicht, was macht so ein Captain? Was macht der Captain auf dem Traumschiff? Da ist das Arschlochkind. Was uns. Was für ein Arschloch. Das uns unseren Koffer irgendwie mit Schnitzel. Und das ist die. Oh, guck mal. Das Bild. Erkennst du das? Ja, das ist Sam Peters. Ja, das ist aus dem Spin-Off. Aha. Und offensichtlich ist Dance Night heute Abend. Yeah. 70s Dance Night. Das nehmen wir lieber mal mit. Oh, okay. Gut. Weil, warum nicht? Nein. Okay. Ein großes Poster von einem winzig kleinen Popstar. Winzig klein stimmt natürlich nicht, ist eher symbolisch gemeint. Ich will ja nichts sagen, aber auf den stehen doch nur waschechte Tussis, oder? Auf wen denn? John Travolta? Also was ist denn mit ihr los? Offensichtlich ist sie irgendwie total bitchig drauf, seit sie sich getrennt hat von ihrem Kerl. Die eine auf dem Bild ist ja zu hässlich, der Kerl ist ja zu bitchig und die andere ist auch eine Bitch. Da gehen wir durch. Ja, okay, dann... Nehmen wir erstmal die CDs. Ein Stapel mit CDs. Die scheinen hier wohl als moderne Untersetzer benutzt zu werden. Tja, auch die Bierdeckel müssen eben mit der Zeit gehen. Oh Gott, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so in 2000ern auf so den trendy war, ne? Ja, dass das so trendy CDs war. CDs als Untersetzer benutzt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Nehmen wir mal Aber einen wir klauen mit. Die alle. Ja. Die ideale Möglichkeit, sich auch Tage nach der eigentlichen Mahlzeit noch eine kleine Portion seiner Lieblingsspeise zu gönnen. Ja, disgusting. Hä? Zahnstocher. Ach, Zahnstocher. Ich dachte, es geht um das Glas. Mein Gott, was kann man denn da alles mitnehmen? Wie lange sind wir denn auf diesem Schiff? Ah, und ein kleiner... Ja, das ist ja klein. Da passt ja nicht mal unser Bein durch. Ja. Der dient wohl eher Dekorationszwecken, denn als Rettungsring ist er viel zu klein. Na, vielleicht, wenn irgendwie ein Hühnchen ins Wasser fällt oder irgendwie sowas. Oder ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. Ich nehme ihn nochmal mit. Ja, das ist super. Ich gehe davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. Und in die Hosentasche gesteckt. Okay, was liegt da? Tarotkarten. Schlüsselkarten liegen da. So. Wohl die Zimmerschlüssel der Leute, die an Deck sind. Die kann ich jetzt bestimmt nicht nehmen, weil er da aufpasst. Wahrscheinlich. Aber die CDs, die Zahnstocher und dieses kleine Deko-Ding, das ist kein Problem. Das Tanzplakat. Ja, genau. Die gehören mir nicht.
Wenn ich einen der Schlüssel haben will, dann müsste ich mich schon als der Passagier ausgeben, dem er gehört. Alle anderen Sachen gehören mir. Offensichtlich. Alle anderen Sachen waren herrenlos und konnten deswegen von mir mitgenommen werden. Na gut, reden wir mal mit dem Barkeeper. Nicht gerade ein Tom Cruise, aber immerhin. Mein Gott, was ist los mit dir? Ja, doch nicht. Was ist denn wirklich, was die ist Trennung hat dir hart mitgespielt. Sie muss jetzt jeden irgendwie einmal schlecht machen. Naja, oder jeder wird jetzt im Kopf erstmal bewertet. Ja. Und in potenziell... Ich glaube, dass die Trennung ihren Selbstbewusstsein so geschadet hat, dass sie jetzt alle anderen niedermachen muss. Ja. Naja, bis auf die eine auf dem Bild, die hatte ja einen knackigen Arsch, ne? Das stimmt. Oder der? Ne, die, glaube ich. Wer weiß. Die schöne Frau unter Palmen. Ja. Irgendwie so. Okay, reden wir mit dem Barkeeper. Schönen guten Tag. Ja, nicht wahr? Genießen wir ihn, solange es noch geht. Oh, der ist aber auch gut drauf. Der Klimawandel mit all seinen schrecklichen und noch immer unabsehbaren Folgen. Brennende Ölfelder im Nahen Osten. Bürgerkriege. Und dann das schreckliche Erdbeben in Japan. Ich sag ihm, bald wird die ganze Welt in Flammen stehen. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Gut, es gibt eine ganze Menge großer Probleme auf der Welt, aber früher oder später... wird es vorbei sein, genau. Ich sag ihm, wenn die Erde uns nicht mehr will, kann niemand etwas dran ändern. Den werde ich wohl nicht zu meiner nächsten Party einladen. Nina ist auch noch eine Klimaleugnerin. Tja, ist ein bisschen witzig, das jetzt aus der Perspektive von 2020 zu sehen. Das stimmt. Eure 2009-Problemchen hätte ich gerne. Ja, naja. Aber immerhin, sie haben von einem großen Erdbeben in Japan, Fukushima, glaube ich, war später. Wirklich? Ich glaube schon, oder? Ich hätte jetzt das, ich weiß nicht, wann das war, ich weiß es wirklich nicht, aber ich hätte das drauf bezogen. Ich auch. Ich habe sofort an Fukushima gedacht, aber das war doch später. Ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, das müssen wir jetzt rausfinden, bevor wir weitermachen. Hilfe, du kannst ruhig schon mal weitermachen. Nein, das müssen wir jetzt rausfinden. Ja, Google will irgendeinen Blödsinn von mir. Ich kann gerade nicht googeln. Die Schlüssel hier auf dem Tresen sind von Gästen? Kann man die hier abgeben? Ja, der Portier ist nicht immer an seinem Platz, weil er auch noch andere Aufgaben zu erledigen hat, während wir auf See sind. Deshalb können die Gäste hier den Schlüssel abgeben, solange sie sich zum Sonnenbaden oder Schwimmen auf dem Hinterdeck aufhalten. Sie haben ihren aber hier nicht abgegeben, oder? Nein, habe ich nicht. Ich komme da in den ersten Tagen nämlich immer leicht durcheinander. Telefonnummern kann ich mir bereits nach dem ersten Wählen jahrelang merken, aber Menschen und Gesichter sind echt nicht meine Stärke. Und das werden wir ausnutzen. Sehr interessant. Schamlos. Das sollte ich mir merken. Jetzt können wir nämlich die Schlüssel klauen. Weil wir haben ja einen Bademantel und Socken und so. Die Fukushima-Katastrophe war tatsächlich, die Nuklearkatastrophe war 2011, zwei Jahre dem Spiel. Sag ich das ja. Das war voll prophetisch, Das hat schon zwei Jahre vor... Ne, hat das schon. Mhm. Aber vielleicht gab es auch schon 2009 irgendwelche schlimmen Erdbeben. Ich meine, Japan. Die hat man nur, eben in Japan gibt es immer Erdbeben. Japan besteht praktisch nur aus Vulkanen. Erdbeben. Und wir, die alten Erdbeben wurden halt durch Fukushima überschrieben, weil das halt die Erdbebenkatastrophe war. Ja, und nur weil Atomkraftwerk am Strand. Eben. Eine super Idee übrigens in einer Erdbebenregion. Ja, mein Gott. Naja, damit es auch so einfach möglichst schnell rausgewaschen wird, das Ganze. Mich wundert das ehrlich gesagt aber wirklich, gerade in Japan, wo das ja quasi so im kulturellen Gedächtnis ist mit Atombomben und so, dass man da so sorglos Atomkraftwerke baut irgendwie. Finde ich ein bisschen schon komisch. Ja, andererseits sind die halt auch sehr so cyberpunkig unterwegs in ihren Medien. Vielleicht ist das alles so nicht so verknüpft, dass so Atomenergie... mit Atombombe jetzt nicht in dem Sinne verknüpft ist. Na, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß wirklich nicht. Wer weiß. Reden wir über Predigt. Okay. Ich habe gerade diese schreckliche Predigt von einem noch schrecklicheren Kerl im Fernsehen verfolgt. Kann es sein, dass Sie das auch gesehen haben und leicht zu beeindrucken sind? The fuck? Sie meinen Pat Shelton? Mag sein. Sind Sie etwa auch einer von denen? Sollten wir nicht alle an etwas glauben, dessen Eintreffen unvermeidlich ist? Sehen Sie sich doch um. Die Welt spielt verrückt. Überall diese schrecklichen Katastrophen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Okay. Das kann kein Zufall sein. Ich sag Ihnen, der Tag der Apokalypse ist nah. Und dann werden nur die überleben, die reinen Herzens sind. Das hat Pat Shelton gesagt. Na, wenn es der Shelton sagt... Und ich hab gesagt, Hanebüchner Humbug.
Und Pat Shelton hat gesagt, dass wir alle in Frieden und ohne Angst zusammenleben werden, sobald die Welt wieder rein ist. Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Euch ist beiden nicht mehr zu helfen. Okay, erstens ist das, finde ich, ein Kündigungsgrund, wenn man so mit seinen Passagieren redet. Ich würde für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Und zweitens, war das gerade seine Logik von so Verschwörungstheoretikern oder so religiösen Verschwörungshainis echt ganz gut auf den Punkt gebracht, weil was der im Endeffekt in einem Satz gesagt hat, war, der sagt was, dass ich gerne glauben würde, also glaube ich ihm. Weil immerhin sagt er das, was ich gerne hören will. Aber die Dialoge in dem Spiel sind echt so unnatürlich und ja, so seltsam. Furchtbar. Irgendwie. Also das haben. Also im ersten Teil waren die Dialoge halt trashig, aber ich finde in einer guten Art trashig. Man konnte sich teilweise drüber aufregen, aber es war okay. Aber das ist einfach nur schlecht. Ich finde auch, das ist echt das nicht ist gut geschrieben. Einfach nur schlecht. Wenn man jetzt heutzutage dann so The Last of Us 2 im Hintergrund hat und dann hört man sowas, dann ist das schon wow. Aha. Naja. Okay, reden wir mal. Hat viel passiert in den letzten 10 Jahren, videospieltechnisch. Irgendwann mit dem kleinen Arschloch dahinter. Manchmal wünschte ich hätte auch Kinder. Aber wenn ich mir das genau überlege, muss nicht sein. So eins zumindest nicht. Hallo, Oscar. Oh, hallo, Nina. Du, ich hab mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. So ein Arschlochkind, oder? Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Und dann ist er gestorben. Fast gestorben. Und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Das ist wirklich wahr. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Außer bei dir gerade. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Dankeschön, Nina. Also, aber auch der Dialog wieder, oder? Ja, aber ich meine, weil eigentlich haben die zumindest gute Synchronsprecher, aber das Kind das ist auch furchtbar. Ja, das ist, ja. Okay, na gut, dann reden wir mal mit ihr. Mit ihr. Aber vielleicht, ob sie die Jordan ist? Welche Jordan? Die da auf dem Bild? Sie, aber das ist doch so eine alte Lady. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Sehr stilvolles Outfit. Rosa Bademantel, grauenvolle Sonnenbrille und ein Hut? Naja, nennen wir es mal Hut. Wie so bitchig drauf, oder? Drauf und Scheiße. Ja, meine und Güte. Weißt du, und warum? Weil die dem Captain gesagt hat, dass Nina mit ihrem Kopf gegen eine Tür gerannt ist und deswegen bewusstlos war. Deswegen ist sie total am Ausrasten. Ne, aber sie ist ja jedem gegenüber ist ja voll die Bitch. Also offensichtlich hat sie diese Beziehungstrennung noch nicht sehr gut überwunden. Nee, aber wirklich.